Bist du müde? Und du auch, Alter. Ich bin ja nicht müde, Alter. So normale Zeit, einen Trailer hochzuladen um 9 Uhr morgen. Gerade eben ist der Trailer online gekommen von unserer Netflix-Serie. Crazy, Alter. Und zusammen mit meinem Bruder, Sean, machen wir heute mal eine kleine Reaction, oder? Würde ich mal sagen. Mal gucken, was die so fabriziert haben, trailermäßig. Wir haben auf jeden Fall so Redebedarf. Ja, offenbar krass, wie viel in diesen Trailer gepackt wurde. Ja, für dich zu viel. Ich schwank noch zwischen zu viel oder auch sogar zu wenig. Ich finde es cool, dass man vieles sieht, aber man halt erstmal gar keinen Bezug finden kann. Mhm. Heißt so, man sieht einfach nur so ein bisschen die Größe des Projekts. Sehen wir jetzt gleich auch hier, ne? Wir gehen jetzt mal mit Schrittgeschwindigkeit einmal durch. Ich hatte endlich die wichtigste Auszeichnung dieser Branche gewonnen. Ey, ich bin in der Geschichte halt Julian, ne? Genau. Es war auf jeden Fall eine sehr, sehr lange Diskussion, wen ich spielen soll. Spiele ich Julian halt als Julian, spiele ich aber halt auch den Julian, der ich irgendwie bin, aber irgendwie auch dann doch eine Rolle. Ja, ich glaube, die Inspiration kommt irgendwo von den YouTube-Videos selbst, wo du ja auch immer Julian spielst, ohne wirklich genau zu sagen, das ist jetzt der echte Julian, aber irgendwie trotzdem Julian. So eine Mischung aus angelehnt an ein echtes Leben, aber trotzdem weiter fiktiv. Fiktiv weitergedacht irgendwie. Es wird auf jeden Fall Sinn machen in dieser Geschichte, dass ich halt dieser Influencer bin, so. Mhm. Aber ich bin halt nicht derjenige, der sich so als ein Influencer so bezeichnen würde, so. Weil zum Beispiel bei älteren Videos wie Songs aus der Bohne, da spiele ich ja auch irgendwie Julian, aber bin ich nicht. Ich bin nicht Julian dann so. Die Grundidee basiert lose auf deinem Leben, die Figur, aber im Laufe dieser Geschichte oder der Drehbuchentwicklung sind wir immer, haben uns davon immer weiter wegentwickelt, so was Eigenes geschaffen für diese Serie, einen eigenen Charakter. Ich hatte endlich die wichtigste Auszeichnung dieser Branche gewonnen. Frisch gebackene Personality. Das ist Vivien König, eine tolle Schauspielerin. Und wir hatten echt viele, viele coole Schauspieler dabei bei dem Projekt. Für dich und John war es ja auch das erste Mal so in so einer Größe, mit so vielen richtigen Schauspielern zusammenzuarbeiten. Du lernst halt eine andere Kunst des Schauspiels. Es ist halt Kamera an, drop deinen Satz und dann fertig. Deswegen ist natürlich auch viel Impro entstanden. Aber ich glaube, manchmal hat es auch das ist einfach lebendiger gemacht. True. Ja, ne? Das Improvisieren. Auf jeden Fall zum ersten Mal Mexikaner hier getrunken. Ich dachte erstmal, was ist das hier? Hast du einen Mexikaner vorher schon getrunken gehabt? Ja, ich liebe Mexikaner. Echt krass. Das ist einfach Pizza im Shot. Kann man so sagen. Kann man so sagen. Habe ich letztens auf jeden Fall viel getrunken. Personality of the Year. Julian Bam. Und die 5 Millionen Follower hatte ich auch. Und den kennt ihr auch. Ach ja, genau. Das ist ein Screenshot von Rapflix. Das ist eine Netflix-Parodie, die wir mal gedreht haben. Und du meintest mal irgendwas, das ist irgendwie diese Rapflix-Folge, die wir mal gemacht haben, war irgendwo maybe auch so ein Ticket für Netflix. Ich glaube, es hat auf jeden Fall mit auch irgendwo ganz am Anfang, in unserer ganz anfänglichen Phase, einen guten Eindruck gemacht. Das war auch eins von den Projekten, was du und ich zusammen gemacht hatten, also wo ich euch geholfen hatte quasi mit Kamera und Regie. Und es war ein ziemlich cooles Projekt, was ich weiß, dass es sehr viele Leute damals, als ich es so rumgezeigt hat, hier und da, auch unter anderem von Netflix, Leute schon ein bisschen geflasht hat. Ja, ist irgendwie witzig, dass die Rapflix-Parodie, dass davon ein Screenshot in der Serie gelandet ist. Und wir haben voll lang nach Fotos gesucht von John und von mir zusammen, weil es gibt super wenige Fotos. Also ich kenne John ja mittlerweile schon seit 10 Jahren, 11 Jahren, vielleicht sogar noch länger. So von damals habe ich nur Nacktfotos von John. Einfach nur Fotos, wie John besoffen irgendwie auf der Straße lag und einfach so ganz weirden Shit da. Der hat auch ganz komische Fotos von mir und wir haben nie Fotos gemeinsam, deswegen war das so das perfekte Foto irgendwie. Und in der Serie geht es halt auch extremst um die Freundschaft von uns beiden halt, ne? Ich würde sagen, das ist so die Seele der Serie, eure Freundschaft. Ist auch geknackt. Julian Bam, Personality of the Year. Das ist auch eine ganz witzige Szene gewesen. Ich gehe mal kurz ein bisschen zurück. Hier wird so ein bisschen das Standing von Julian und John etabliert in der Serie. Mhm. Julian ist natürlich innerhalb dieser Geschichte ein berühmter Star, mit dem alle ein Foto wollen. Und John ist nicht erfolgreich, unbekannt. Der ist halt sein bester Buddy, der ist immer dabei. So der Sidekick halt von ihm. Julian und John steht irgendwie immer in deinem Schatten. Zumindest so, wie wir ihn am Anfang etablieren. Aber ich glaube auch, aber sein Charakter will auch gar nicht mehr. Er ist gar nicht ambitioniert. Er fühlt sich ganz wohl in dieser Rolle eigentlich. Ja, der ist halt faul. Auch in Real Life ist der John. Hier auch, by the way, das unten seht ihr dieses Logo. Young Pa. Das ist auch funny. In Real Life hat der Vater von John nämlich ein koreanisches Restaurant. Das heißt Mandel. Und das bedeutet Knoblauch. Hier in der Serie hat John auch natürlich einen Vater. Und der auch ein koreanisches Restaurant hat. Das aber Young Pa heißt, was Zwiebel bedeutet. Ja, wir haben uns auf jeden Fall von vielen echten Dingen aus dem Leben inspirieren lassen. Das Restaurant spielt auf jeden Fall auch eine Rolle in der Serie. Also, ich finde, bis jetzt, wenn man sich die ersten 17 Sekunden angeschaut hat, könnte es halt einfach so ein Teenie-Shit sein, oder? So eine Coming-of-Age-Komödie, meinst du? Ja, Coming-of-Age-Komödie. Was ist
aber nicht ist. Ja, es ist mehr ein Abenteuer eigentlich, ne? Abenteuerkomödie. Was die Serie auf jeden Fall versprechen wird, sind viele Dialoge, die auch wirklich auch aus dem Leben geschnitten sind. Ich weiß noch, wie oft ich mit John diskutiert habe beim Brainstorm oder gestritten haben, so wie wir uns halt immer streiten. Das ist halt irgendwie immer stupid. Und dann warst du manchmal so und meinst so, ey, genau das brauchen wir in der Serie. Ja, stimmt. Viele Dialoge basieren auch sehr stark auf Julian und Johns Dynamik, die sie im echten Leben haben. Dieses Best Friends und trotzdem immer wieder am Streiten und so, immer wieder am Necken und sowas. Und am Anecken. Am Anecken, genau. Ich glaube, also das ist auch etwas, was sie in der Serie wiederfindet, was so ein bisschen aus dem Leben gegriffen ist. Manchmal sind John und ich auf jeden Fall harte Dickköpfe, aber daraus sind halt so lustige Sachen entstanden. Deswegen war es geil, weil du mich ja eben gefragt hast, wegen Schauspiel, war es sehr, sehr geil zu improvisieren. Weil ein bisschen kommen wir auch daher, ne, John und ich, dass dann trotzdem die Kamera läuft bei YouTube und wir einfach sagen, komm, wir machen einfach jetzt so, egal was dabei rumkommt. Aber in einer großen Serie, wo Charaktere halt auch eine ganz andere Art von Tiefe haben und eine andere Storyline haben und auch eine Entwicklung verfolgen, muss man so ein bisschen aufpassen, dass man sich in manchen Dialogen auch nicht komplett verirrt, weil das passt dann irgendwie dann auf einmal nicht mehr so, ne? Aber was wir eigentlich sagen wollten ist, es ist keine normal Story und das seht ihr jetzt. Mal ganz kurz zurückgehen. Das ist einer von den Visual Effects Shots, von denen es tatsächlich nicht wenige gibt in der Serie. Wir hatten da echt viele, viele coole geile VFX-Artists. Aber natürlich ist es nicht nur eine Abenteuerkomödie, sondern auch eine Science-Fiction-Abenteuerkomödie. Zumindest mit so einem Hauch Science-Fiction. Boom, 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 boom. Boom, hoch. Boom. Wir waren auf jeden Fall schnell gelangweilt vom echten Joom. Demnach hat uns die Reise ein bisschen weiter weg geschlagen. Sagt man Reise geschlagen? Verschlagen, eine Reise. Verschlagen. Eine weitere Welt heißt sich gerade willkommen und demnach befinden wir uns in einer Parallelwelt-Situation. Das kann man ja sagen, ohne zu spoilern. Ist kein Spoiler, oder? Ja, ist ja quasi das, was der Trailer schon spoilt. Also es ist nicht mehr so, dass Julian in einer Parallelwelt aufwacht, sondern er wacht auch als anderer Julian auf. Er ist ein anderer Mensch. Auf jeden Fall, Tattoos war ein riesiges Thema, weil ich habe ja halt dieses Tattoo und dieses Tattoo hier. Hier habe ich sie nicht. Boah, Magic. Magic. Wir wollten halt, wie gesagt, zwei Jews erzählen, ne? Und der eine Ju hat ja niemals in einer anderen Dimension dieselben Tattoos, wenn sein ganzes Leben anders verlaufen ist. So. Deswegen war es schon sehr wichtig. Andere Dimension, anderer Julian, zumindest anderer Körper von Julian. Genau. Und es hat auch oft zu Verwirrung gesorgt, ne? Manchmal, weil wir haben ja auch nicht so, viele Szenen sind ja nicht chronologisch gedreht. Manchmal war dann die Frage, warte mal, hat der jetzt Tattoos oder ist keine Tattoos im nächsten Shot? Boah, ja. Einmal hatten wir sogar noch einen Fehler gemacht. Und dieser eine Fehler war, glaube ich, teuer, ne? Hat Zeit gekostet einfach, ne? Ja, und war teuer deswegen. Geld. Eine Stunde zu verlieren, ein Set und die dann nicht mehr zu haben. Und dann ein Nachdreh zu starten, kann teuer sein. Oder einfach die Stunde zu verlieren und nie wieder zu bekommen. Das ist nicht so wie bei YouTube, dass wir sagen so, ey, komm, nachts so noch so um 3 Uhr morgens, lass uns doch mal kurz raus, kurz die Szene drehen. Ich hatte keine Ahnung, wo ich war oder was passiert ist. Wisst ihr nicht, wer ich bin? Julian, der Influencer. Ich will nur zu meiner Managerin. Ja, Managerin, ich habe auch eine Managerin. Das ist so ein bisschen, wie gesagt, immer noch zugeschnitten auf das, auf reale Dinge aus dem Leben. Boah, ich hasse diesen Satz, ne? Ich bin Julian, der Influencer. Niemals in meinem fucking Leben würde ich das sagen. Und warum sagst du das dann? Bist doch du. Das sind so manche Sachen, war ich einfach nicht per Du, aber ich hatte halt auch keine Alternative, das zu sagen. Ja, es ging halt sehr viel darum, zu etablieren, was du in der Geschichte warst und dann jetzt bist, damit man diesen Kontrast einfach hat von, du warst irgendwo ganz weit oben in der Geschichte und jetzt bist du ganz weit unten. Zum Thema Fall. Da ist er verbildlicht. Das ist aber verbildlicht, ja. Und ist auch, by the way, direkt neben der BAM School. Ja, wie läuft die eigentlich? Läuft gut. Wo ist John? Ich gehe mal ganz kurz zurück, das ist echt funny. Also. Surprise, ich bin nicht allein in einer neuen Welt aufgewacht, sondern mein Kollege war mit dabei. Ja, ich meine, das sieht man eigentlich ganz gut verbildlicht, dass John hier auch einen sehr anderen Charakter spielt. Ein Deutschrapper, ein Gangsterrapper. Hier merkt man auf jeden Fall so Züge von YouTube, finde ich so, die jetzt so eingeflossen kommen. Weil wie viel Rap wir gemacht haben in den... Alter, zu früh am Morgen, Alter. Wir haben immer Bock gehabt, Rap zu machen, auch in unseren YouTube-Videos. Und hier, das findet man auf jeden Fall hier wieder. Das finde ich halt auch mega, mega cool in dem Projekt. Also es ist, diese Netflix-Serie ist jetzt natürlich viel größer. Erzählt eine größere Geschichte mit fortlaufenden, durchgehenden Figuren, Charakterentwicklung und sowas. Anders als bei euch bei YouTube, wo ihr eher so sketchartige, kürzere Sachen gemacht habt, Jokes mehr. Aber ich finde es irgendwie cool, dass trotzdem so viele, sei es Humor, sei es Ideen von euch, von YouTube irgendwie, sich trotzdem so eine Netflix-Serie wiederfinden. Voll, ja. Und maybe wird auch an der einen oder anderen Stelle gerappt in der Serie, also... Was? Krass,
Was ist für ein Platin-Rapper? Ich glaube, wir sind in so einer Parallelwelt gelandet, wo alles anders ist. Die Frau meiner Träume. Also wie ihr seht, alles ist auf jeden Fall anders. Menschen sind da, die wir eigentlich aus unserer Dimension kennen. Das sind andere Menschen? Ja, das sind andere Menschen, ja. Was man jetzt nicht sieht, man denkt so, okay, easy, okay, dann ist sie da einmal das, dann ist sie in einer anderen Welt das, das. Aber das ist alles so schon ein bisschen verzwickter auf jeden Fall. So wie man es halt auch kennt von YouTube von uns. Und unsere Videos waren ja auch teilweise so. Irgendwie hatten die immer so einen Twist, irgendwie war das eine Synapse von der anderen. Aber auch interessant, ne? MMA-Kampf haben wir drin gehabt. Auch ein sehr cooler Dreh. Ziemlich hart, der Dreh. Und die Proben irgendwie einen. Ja, für mich waren die hart. Ja. Ich wurde ja verprügelt, wie du siehst. Du? Ja. Was, wenn wir draufgehen? Beim ersten Mal sind wir auch nicht draufgegangen, oder? Das ist der einzige Weg zurück, Mann. Oh, Margus Pause. Oh ja. Da. Ah, zum Beispiel hier, ja, genau. Er ist auch sehr wichtig hier. Genau, das ist Juri Padel. Der hier. Auch ein sehr, sehr cooler Schauspieler, der auch eine signifikante Rolle in der Serie einnimmt. Auch wieder hier unscharf zu erkennen im Hintergrund. Also man sieht im Trailer irgendwie schon viel, aber irgendwie auch sehr wenig. Irgendwie so beides gefühlt. Und man sieht sehr wenig von den vielen Nebenfiguren, die auch noch auftauchen. Und hier haben wir Mathieu Ulbrich, ein super geiler Schauspieler. Der auch eine wichtige Rolle spielt in der Serie. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Ja, der ist echt funny. Ja, Life's a Glitch. Ist auch, glaube ich, wir hatten so viele Titelideen gehabt. Was hatten wir noch für Namen? Wir hatten einen Titel, den hab ich vorgefühlt. Ach so, ja. Anders Lost. Ach ja, Anders Lost. Stimmt, das war auch mal eine Idee. Anders Lost. Das ist ja auch funny gewesen, weil wir halt die ganze Zeit auch übelst lost sind in dieser Welt und eigentlich ja auch natürlich das Ziel haben, zurückzukommen, ne? Alter, was ist passiert? Wenn du lange genug in den Abgrund starrst, starrt der Abgrund in einen zurück. Crazy. Krass, ne? Ist schon crazy zu sehen, vor allem wenn das Netflix-Outro da auch immer noch kommt. Ja, das ist krass. Das Grundkonzept ist halt entspannend, würde ich sagen. Entspannt oder spannend? Beides. Achso, genau. Ey, ganz kurz, bevor die Attention runtergeht, auf Netflix kann man sich jetzt einen Reminder setzen für die Serie. 40 Dislikes. Sadness. Muss ich ehrlich sagen, macht mir ein bisschen traurig, dass die Leute direkt rein disliken so. Ich habe auch manchmal so das Gefühl, wenn ein YouTuber dann jetzt sagt, ich mache was Größeres, dann sind die meistens immer direkt erstmal negativ eingestellt. War bei Sonic damals ja auch so, ne? Dass sie dann mich zu Tode geschitstormt haben. Weißt du noch? Ja, ja. Das war auf jeden Fall eine harte Zeit. So. Sollte sich jeder selbst ein Bild machen von der Serie. Klar, manchen wird es nicht gefallen, manche wird es halt cool finden und wir freuen uns natürlich darüber, dass wir überhaupt diese Möglichkeit hatten, ne? Ich will mal ganz den Leuten auch nicht übel nehmen, weil meine, jeder hat einen anderen Geschmack, jeder hat andere Erwartungen, wie du schon sagst, und so ein Trailer ist auch noch überhaupt nicht repräsentativ so richtig, finde ich, weil wir haben ja eben schon gesagt, es fehlt noch so viel, es fehlen noch so viele Charaktere, so viele Situationen, so viele Momente, die passieren, man kriegt ein wirklich sehr kleines Bild nur von der Serie. Spekuliert gerne mal, was ihr glaubt, was noch alles in der Serie passieren wird. Wir werden mal so ein paar Kommentare dann auch, wenn wir ein Making-of machen dann, wenn das Making-of kommt, auch reinnehmen, weil das ist auch funny, weil, wie gesagt, man weiß es halt erstmal nicht so, ne? Wir auf jeden Fall, wir sind sehr happy, wenn ihr das Ergebnis jetzt bald sehen könnt. Sehr gespannt auf euer Feedback. Wir sind froh, dass wir so ein großes Kapitel jetzt endlich mal launchen können. Bin gespannt, ja. Ja, wir hoffen, ihr habt viel Spaß damit. Genau. Wir haben angefangen. Wir sind schon fast fertig. Wolltest du mitreacten? Ja. Wenn du willst, kannst du auch noch mal alleine gleich durchreacten. Bastard. Ich dachte, der schläft noch.